Herzlich willkommen in Serbien! Also, die haben jetzt erstmal mein Auto auseinandergenommen. Erstmal gebe ich meinen Pass hin, wie immer, und wollte die Green Card auch abgeben, wollte er nicht. Identity Card. Und ich war, was will er denn vom Auto? Ja, er nickt. Also, die konnten kein Wort Englisch, die wollten eigentlich nur mein Personalausweis, nicht mein Pass. Zum ersten Mal auf meiner Reise musste ich das Auto öffnen und zeigen und der dann auf mein Geburtsdatum getippt und so nach dem Motto, ah, gut gehalten, aber der war vielleicht Mitte 20, also boah. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten. Und durch satte, grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Zitronen-Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut, Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video! I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. Jetzt zeige ich euch noch meinen schönsten Platz für heute. Schaut mal den Sonnenuntergang an. Da steht Werner mein Auto. So rum ist besser. Da unten ist ein Flussbett. Ich stehe auf 1030 Metern Höhe. Eieiei, ich habe mir noch was Dickes angezogen und habe jetzt noch eine halbe Stunde am Block gearbeitet. Und jetzt ist es so warm im Auto, also von 9 Grad auf 25. Jetzt geht es erstmal raus und es wird ein Käffchen gekocht. Hört ihr es? Das Kaffeewasser kocht. Ich bin rausgekrochen aus den Federn. Es wurde so heiß schlagartig. Unglaublich, wie groß die Temperaturschwankungen hier sind. Vor einer Stunde habe ich noch bibbernd mit dicken Socken und dicken Pulli unter meiner Decke gelegen. Und die Sonne kommt und zack, jetzt stehe ich hier mit Shorts und Shirt und warte auf meinen Frühstückskaffee. Noch einmal die Landschaft für euch. Hier unten ist ein Flussbett und da sind noch ein paar Häuser. Und da sind die Berge, so schön. Und man hört nichts außer den Flussplätschern und die Insekten. Darf ich euch mein Frühstück vorstellen? Es gibt natürlich Kaffee. Dann gibt es Weißbrot. Kaffeeweißer, Magnesium, Butter, Marmelade und eine Banane. Und Wasser natürlich. Ich wundere mich die ganze Zeit. Ich höre Stimmen und sehe niemanden. Und jetzt gucke ich da um. Da treibt jemand seine Kühe irgendwo hin. Ich sehe zwar niemanden. Oder da? Oder ist es ein Baum? Auf jeden Fall höre ich ihn. Thank you very much. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Kommt jetzt hier so ein Auto, hält an und will mir eine Eintrittskarte verkaufen. Ich weiß gar nicht, wo ich hier bin. Uwak Nationalpark. Ja, 1 Euro kassiert für die Nacht. Egal. Dann fährt er los. Kein Wort Deutsch, kein Wort Englisch. Guten Tag können sie alle. Geht los und dann schaut euch mal den Berg an. Oh, der sieht auf dem Video gar nicht so steil aus wie in echt. Auf jeden Fall ist er sehr steil. Das ist der Berg, den Werner hier bezwingen muss. Und darum bin ich nicht bis unten gefahren, weil es wurde dann noch steiler.
Und die anderen, die da unten stehen, ich weiß nicht, wie sie mit den Wohnwagen da hingekommen sind. Auf jeden Fall haben die 4x4, jedenfalls alle, die hier vorbeigefahren sind. Und 4x4 haben wir nicht. Aber schaut euch trotzdem mal die Gegend an. Ich musste tatsächlich nochmal anhalten und euch diesen Ausblick zeigen. Ist das nicht toll? Das ist der Uwak Nationalpark, falls hier mal jemand hin möchte. Move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. Hier sieht man nochmal das, was auf dem Foto ist von meiner Eintrittskarte. Da steht Wenner und parkt. Und wir haben da hinten gestanden über Nacht. Und hier ist dieses Flussbett. Hier ist übrigens auch, weiß nicht, ein Hotel oder Lodge, ich weiß nicht, wie man das hier nennt. Und da kann man in so einen ganz hübschen Hütten übernachten. Und da ist ein Restaurant. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change. So, ich stehe jetzt an der Grenze zu Bosnien-Herzegowina. Das ist jetzt erstmal die serbische Grenze hier. Mal sehen, was jetzt wieder los ist. Been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. So, mal sehen. Eine Frau auch noch. Mit Frauen habe ich es nicht so. Na denn, auf geht's. Hallo. Hallo. Jetzt muss ich nur noch in Bosnien rein. Goodbye, Republik Serbia. Jetzt fahren wir über den Reka-Fluss. Hallo. Autodokument, okay. Autodokument? Thank you. Ui, so problemlos ging es ja noch nie. Herzlich willkommen in Bosnien und Herzegowina. Schaut euch doch mal die Gegend an. Ich bin jetzt schon ungefähr eine Dreiviertelstunde durch Bergdörfer gefahren. 14 Kilometer eine Straße, wo kein Auto von hinten und keins von vorn kam. Absolut untouristisch. Und ich konnte nicht anhalten, weil es halt auch keine Parkplätze gab an der Seite. Es war eine fantastische Landschaft. Und hier bin ich jetzt in Visegrad. Und ich zeige euch mal nur ansatzweise. Also so heißt der Ort. Oben ist in russischer Schrift Visegrad. Und hier sind die fantastischen Berge, die eben waren noch viel größer. So, getankt habe ich gerade und an der Tankstelle auch eine SIM-Karte gekauft, 15 GB. Die ging jetzt nicht so schnell zu aktivieren, aber der nette Tankwart, der hat das doch glatt gemacht. Und jetzt schaut mal. Eine unglaublich wahnsinnige Natur sehe ich hier die ganze Zeit. Hier unten ist ein See. Muss jetzt hier durch einige Tunnel fahren. Ist ja immer ein bisschen gruselig für mich. Ein
Wenn dann hinten das Ende nicht zu sehen ist, noch schlimmer. Auf jeden Fall habe ich jetzt noch knapp 2 Stunden für 107 Kilometer. Also die Strecke wird wahrscheinlich ohne Autobahn verlaufen. Aber ja, schaffe ich auch. Also wenn ich jetzt noch 5-mal anhalte, dann werde ich das wohl nicht mehr schaffen in 2 Stunden. Aber schaut euch das mal an. Ich glaube, Bosnien und Herzegowina haben für mich die beeindruckendste Natur hier. Mal rübergehen hier, schaut mal. Da ist ein Basketballkorb. Ach, hier plätschert eine Quelle. Wow, ist das nicht Hammer? Das hier neben der Straße ist übrigens die Drina. Könnt ihr euch vorstellen, dass ich in 9,7 Kilometern mitten in Sarajevo auf meinem Parkplatz bin? Also ich gerade nicht so wirklich. Das ist ja absolut mitten in den Bergen. Und das ist übrigens mein 57. Tunnel. So, jetzt sind es noch 5,4 Kilometer bis auf meinen Parkplatz im Zentrum von Sarajevo. Scheint ja doch nicht so eine große Stadt zu sein, oder? Ist ja hier noch mitten in den Bergen. Ja gut, hier waren ja auch die Olympischen Winterspiele. Aber trotzdem. Da oben ist schon mal die Festung. Stand schon dran, willkommen in Sarajevo. Also wir sind schon dran in der Stadt. Herzlich willkommen in Sarajevo. So, erstmal ein ATM suchen, denn den Parkplatz, den kann ich nur mit, weiß gar nicht, wie das Geld hier heißt, mit dem Geld hier bezahlen. Stinknormale Mall hier. Wie geil, die sprechen Englisch. Also hier ist auch modern und alt beieinander. Und ein schöner Berg. So ähnlich wie in Zagreb kommt es mir vor hier. Erinnert mich unglaublich an mein Zagreb. Das ist so ähnlich. So, hier geht es scheinbar in die Innenstadt. Oh, hier wird es ordentlich gesprüht. Habt ihr das gesehen? Das ist die Herz-Jesu-Kathedrale. Ich bin nur ein paar Kilometer gefahren und schon ist es so ganz anders als in Skopje zum Beispiel und in den anderen Balkanstädten, wo ich jetzt war, wo es auf den Märkten diese gefälschten Klamotten gibt und so. Und hier ist alles ganz normal europäisch mit ganz normalen Markenläden. Also die Marken der Welt sind hier vertreten. Das habe ich das letzte Mal so in Griechenland erlebt. Das finde ich immer lustig. Ja, und alle latschen hinterher. Manchmal stelle ich mich dazu und höre, was der erzählt. Aber der spricht Türkisch. Jetzt bin ich hier in einer Moschee, da auch wieder eine Reisegruppe. Aber hier singt gerade niemand. So, ich gehe jetzt einfach mal hier einmal so durch. Ich weiß gar nicht, wo ich am besten lang gehen soll. Also richtig strukturiert kann man hier nicht laufen. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine.
I strive just to say I'm alright. Wird's mehr europäisch, wird auch das Eis teurer. Eine Kugel, 1 Euro. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. Hier gibt es wieder richtigen Latte Macchiato. Da sitzt der Präsident von Bosnien und Herzegowina. Es ist wieder so heiß hier. Jetzt sind es aber nur 32 Grad. Neulich waren es ja 42 Grad in Skopje. Aber immerhin ist es jetzt auch schon 19 Uhr abends. Der Berg ist schön. Da steht auch eine Moschee da oben. Seht ihr die? Viele Moscheen hier wieder. Kennt ihr das, wenn ihr im Einkaufszentrum nicht mehr wisst, aus welcher Richtung ihr gekommen seid? Habe ich Glück gehabt, die richtige. Hier steht nämlich mein Auto. Wirklich ein riesiger Parkplatz hier und da ist das Dreckstück. Ey, wer saß da auf dem Baum und macht hier runter? Das ist der Nachteil, wenn man einen Schatten will. Tschüss, Sarajevo. War wirklich sehr nett mit dir hier. Things are not the same.